Guten Tag, mein Name ist Kim Sauer auf dem zweiten Innovationsforum in Böblingen. Ich begrüße heute bei mir Herrn Dr. Bell von der Firma Rehm. Herr Dr. Bell, vielen Dank, dass Sie heute mit uns sprechen. Ich bedanke mich auch für die Einladung. Bitte schön. Wir sind in Böblingen in Deutschland auf einem Innovationsforum. Es geht hauptsächlich um die Wettbewerbsfähigkeit für deutsche Firmen und ein ganz großes Thema hier heute ist Industrie 4.0. Können Sie ganz kurz erläutern, was das für Sie bedeutet? Ja, vielen Dank erstmal für die tolle Einladung hier auf das Forum. Industrie 4.0 ist uns ganz wichtig, weil das bedeutet das Internet der Dinge. Also das Produkt selber bestimmt, wie es gefertigt wird in der Zukunft. Ich würde das ganz salopp übersetzen in Smart Reflow. Wir arbeiten daran, dass wir später mal ein Entwicklungsprodukt so beschreiben können, dass wir die thermischen Anforderungen dieses Entwicklungsproduktes in unsere Systeme übernehmen können, um die Reflow-Anlagen zum Beispiel oder andere thermische Systeme ready zu haben, wenn der Produktionsprozess startet. Also Sie sind schon sehr aktiv in diesem Thema mit drin und haben auch hier auf diesem Innovationsforum später einen Vortrag, den Sie halten werden. Worum geht es da insbesondere? Ja, es gibt ja mehrere Bedarfsfelder der Hightech-Strategie Deutschlands und eins der Bedarfsfelder ist die Kommunikation. Dazu gehört natürlich Industrie 4.0. Aber ich habe mir über dieses Thema hinaus das andere Bedarfsfeld vorgenommen, das Bedarfsfeld Energie. Weil wir alle auf unserem blauen Planeten natürlich die Aufgabe haben, den für unsere zukünftigen Generationen zu bewahren. Und ein thermisches System ist natürlich in einer Fertigung immer der größte Okkupant von Energie. Und das Thema nehme ich mir vor und verknüpfe es gleichzeitig mit der Thematik robuste und flexible Prozesse. Also im Grunde genommen ist das Thema Industrie 4.0 zukunftsweisend, aber auch Ihr Energiethema ist ein sehr wichtiger Bestandteil. Richtig. Innerhalb dieses Hauptkonzeptes. Richtig. Was für Sie nicht genug angesprochen wird oder ist es schon da sehr gut integriert? Das ist perfekt integriert, denn ja. Sie laden ja ein, Innovationen der deutschen Industrie hier vorzustellen, der deutschen Industrie, die irgendwie in der Elektronik eingebunden ist. Und diesen Spielball habe ich gerne aufgenommen, weil wir sagen, Industrie 4.0 bedient ein Bedarfsfeld. Da arbeiten wir sehr vorneweg schon. Wir arbeiten zum Beispiel mit Siemens in Amberg sehr intensiv schon seit ein paar Jahren daran, wie kann man eben Reflow-Simulation, also die thermischen Bedürfnisse zukünftiger Baugruppen dazu nutzen, um Fertigungsverfahren wie zum Beispiel das Löten zu gestalten. Aber gleichzeitig ist es natürlich wichtig, dass wir das andere Bedarfsfeld der Hightech-Strategie Deutschlands nicht aus dem Auge verlieren. Und das ist eben, spare die Ressourcen. Und eine der wesentlichen Ressourcen ist nun mal Energie. Und wir sehen, dass wir schrittweise den Energiekonsum unserer Systeme natürlich reduzieren müssen. Und das ist ein Thema, was ich heute hier vortragen will. Gut. Vielen Dank. Vielen Dank auch mit Ihrer Teilnahme an dem Innovationsforum und viel Spaß und viel Glück mit Ihrer Präsentation. Ja, danke für die Einladung. Dankeschön.